mal vorneweg erstmal eine Ansage. Die Vereinigung in Rom, also im Vatikan natürlich, Herr, Rom ist eine Menschenstadt, die hat ideologische Vorstellungen, wie sie die Welt steuern will und gern haben möchte. Ich habe nur mal eine Passage reingebracht. Rom betrachtet das faschistische System als seinen Dogmen und Interessen am nächsten stehend. Nicht nur der jesuitische Pater Cogin, Jesuiten, ja, wissen wir, sondern auch Civilita Cattolica, das ist die Zeitung. Auch da gibt es vor und nach dem Zweiten Weltkrieg Aussagen zu diesem faschistischen System. Faschismus ist die Regierungsform, die den Konzepten der römischen Kirche am meisten entspricht. Es gibt gleichzeitig französische Journalisten, die nachgewiesen haben, dass Rom den Zweiten Weltkrieg entfesselt hat, und zwar die Jesuiten. Ist logisch, ich habe euch das schon erklärt, wie das alles vor sich ging. Diese Leute in Rom möchten also die Gründungsväter der EU selig sprechen. Und jetzt hat mir jemand einen Kommentar von irgendjemandem Linken oder einem, der für das System Vatikan arbeitet, eine E-Mail geschickt. Und da schreibt jemand, der 83-jährige Hans-Joachim Müller. Wo ist denn der? Also, ist das unhöflich dem Mann gegenüber? Na gut. Also, ich bin erst mal 10 Jahre jung. Kommentierte am 21. Juni in seinem Vortrag an der Thaler, die sagen wir noch, wie weit das weg ist von irgendwo Hadres, weiß ich nicht, dass Papst Franziskus ein NSDAP-Mitglied selig sprechen lassen will. So, das ist schon der erste Satz, der wichtig ist. Kein Mensch hat einen Nachweis, wer NSDAP-Mitglied war. Das kann nur durch Zufall in engen Kreisen oder in Territorium geschehen, wenn jemand weiß, dass jemand NSDAP-Mitglied war. Die Unterlagen sind komplett vernichtet. Das kann sich auch jeder selber denken, wenn der Krieg zu Ende geht, dass man dann die Hauptpfeiler der Nazis beseitigt und die Rückgriffe auf die Person nicht zulässt. Der schreibt jetzt hier, dass ich den Robert Schumann, ich würde mich nie im Leben mit der Robert Schumann befassen, völlig unbedeutender Mann. Er wäre nicht Mitglied der NSDAP. Wer weiß das? Es gibt keine Unterlagen. So, jetzt kommen wir zu meinem Lieblingsthema. Auch Walter Heilstein war kein Mitglied der NSDAP. Und sowas gefällt mir immer. Wenn jemand aus der linken Szene oder ein Verirrter sowas schreibt. Denn selbst die Dokumente des Bundes oder der BRD damals weisen nach, dass Heilstein offizieller Unterhändler der Nazis in Rom war. Es ging nämlich schon mal um die Gründung der Vereinigten Staaten von Europa unter Hitler. Und jetzt denken wieder die meisten, dass Hitler irgendwie ein besonders wichtiger Mann im Dritten Reich war. War er nicht. Es wird nur die Schuld bei ihm abgeladen. Der gesamte Staatsapparat, die Geheimpolizei, das Eigentum des Staates, die geraubten Dinge wurden alle von Martin Bormann verwaltet. Ich glaube nicht, dass Hitler überhaupt wusste, was im Reich passiert. Der hat sich mit Kriegsspielen beschäftigt und dafür gesorgt, dass die Deutschen den Krieg verlieren. Aber dieser Heilstein hat eine wirklich bemerkenswerte Geschichte. Er war Justiziar
der IG Farben vor dem Krieg in der Weimarer Republik. Und innerhalb dieser Funktion sorgte er natürlich für die Finanzierung Hitlers. Die IG Farben war damals mit einer Minderheitsbeteiligung von Rothschild und von Rockefeller in Deutschland aktiv. Und in den am Kriegsende wurde die IG Farben zerschlagen, aber natürlich so, dass die Geschäftsanteile erhalten blieben. Und es wurden alle ausgeklinkt, die noch da drin waren, in den Resten, die da entstanden, also BASF und so weiter. Und das Ganze ging komplett an Rothschild und Rockefeller über. Also die IG Farben wurde nicht enteignet. Der Vorsitzende des Vorstands kam kurze Zeit ins Gefängnis und hatte dann wieder ein schönes Leben. Er verdiente gut und war wieder Vorstandschef. Dieser Hallstein aus der IG Farben war innerhalb der NSDAP für Europa zuständig und hat in Rom beim Besuch Hitlers und bei Mussolini die Unterhandlungen geführt, wie gründen wir diese Vereinigten Staaten von Europa. Beide, Mussolini als auch Hitler, waren Vertreter der Katholika. Hitler hat das sogar bewiesen. Er hat ein Konkordat mit dem Vatikan abgeschlossen, also das Deutsche Reich unter die Herrschaft des Vatikan gestellt. Sein deutsches Reich. Es ist nicht das souveräne Deutsche Reich 1918, was letztmals Staat darstellte. Und das hat ja nun nicht geklappt, im Zweiten Weltkrieg diesen Vereinigten Staaten zu gründen. Es war auch nicht vorgesehen. Deshalb verlief das dann im Sande. Aber der Vatikan hat natürlich über Mussolinis Herrschaft geschrieben, das ist die beste Demokratie, die es überhaupt gibt. Dann war eine kurze Pause. Er wurde nicht angeklagt, der Hallstein, obwohl er ein Hauptfunktionär der Partei war. Und er hat auch die Außenpolitik der Partei bestimmt, wie so ein Kommissar im Bolschewismus. Nach dem Krieg kurze Pause und dann ging es daran, die EU zu gründen. Und das hat Hallstein gemacht. Damals wurde natürlich unter den Tisch gekehrt, dass er vorher für Hitler die gleiche Arbeit leisten wollte. Und man hat diese EU gegründet, die ein einziger Bestandteil des Vatikan ist. Denn die Kommission und die Parlamentsmitglieder stehen unter eiserner Kontrolle der Jesuiten. Das ist eine rein katholische Veranstaltung. Es wird natürlich gern von Journalisten gesucht, dass jemand Fehler macht. Aber dieser Schumann, wer soll das sein? Ja? Es ist ein Luxemburger, der für Frankreich verhandelt hat, eigenartig. Als ob die Franzosen keinen eigenen gehabt hätten. Aber es war vorgesehen, vor dem Krieg die EU zu gründen und nach dem Krieg ist es gelungen. Jetzt geht es irgendwie unter. Das ist mal was Angenehmes. Aber die EU hat dafür gesorgt, dass ganz Europa verarmt. Die gleichen Vorgehensweisen wie die Sowjetunion, also die Planung der Staaten übernommen, die Staaten mit Geld versorgt oder Geld vermindert, und sie hat einen Wahnsinnsapparat. Der kostet, glaube ich, mehr als die ganze Bundesregierung. Und sie kriegen natürlich massenweise Geld. Geld, das die Deutschen erarbeiten, auch die anderen Länder.
man kann das nicht so wichten, weil die anderen Länder ja ein bisschen mehr wieder zurückkriegen. Aber die Deutschen trifft die EU ganz besonders hart. Wenn jemand versucht, diese Kriminellen wie Hallstein zu verteidigen, dann tut er mir leid. Ich kann da nicht helfen. Das Problem ist nämlich, genau die Linken, die in Europa versuchen, diese Ideologie, die ihnen in der Schule beigebracht wurde oder durch Teilnahme an einer Partei, ins Volk zu bringen. Und diese EU arbeitet im Auftrag und sogar mit Abzeichen von Schwab, also von dem Wirtschafts... Wie heißt denn das? Naja, ihr wisst schon, was ich meine. Schwab, unser Gret Resetmann. Und die haben in der EU sogar dieses Abzeichen anstecken, wenn sie eine Rede halten, die Funktionäre. Dann müsste eigentlich jeder Linke begreifen, wo es hingeht für ihn. Er wird sein Häuschen verlieren, falls er eins hat. Er wird geduldet in einer Wohnung leben. Wenn er sich ordentlich benimmt, kann er überleben. Wenn er sich nicht ordentlich benimmt, wird sein Konto abgeschaltet. Alles das ist schon fest geplant, da braucht sich niemand Gedanken machen. Das chinesische Modell ist in Europa vorgesehen. Das hat sogar der Habeck den Deutschen gesagt, aber ich glaube, die hören immer nicht zu. Das Ende dieser ganzen Situation, falls man sie weiterlaufen lassen würde, ist ein Sozialismus noch viel schlimmer als in der DDR, weil man sich nicht aus der Politik raushalten kann, nicht aus der Manipulation irgendeiner Genderpolitik oder einer Klimapolitik oder sonst wie heraushalten kann. Wenn man da nicht dann zustimmt bei der vollkommenen Überwachung durch KI, dann fliegt man aus dem System. Und dann kann ich nur noch die Familie über Wasser halten. Und die Familie ist das Erste, was sie angefangen haben zu zerstören in den Ende der 60er Jahre. Alles das sind Planungen, deren Bösartigkeit wir uns gar nicht vorstellen können, weil wir nicht in der Lage sind, so zu denken. Und dazu gehört auch die Merkel. Das tut mir übrigens leid, dass die krank ist. Schwer krank ist, also weil ich das deutsche Volk jetzt mal offiziell bedauern muss. Es wird mit der Delta-Variante, die gestern also tödlich war und heute ein bisschen überhaupt nicht tödlich. Das kam aus einer indischen Nachrichtenagentur. Die Delta-Variante wird wirklich die Deutschen auslöschen. Da bin ich mir ganz sicher, weil die Merkel nicht mehr da ist. Und heute haben wir ja noch eine schöne Nachricht drin. Die Doppelgängerin von Frau Merkel, die wird auch nicht weitermachen. Also wir können uns nicht mal vom doppelten Lutschen retten lassen. Das wird also wirklich ein schweres Jahr für die Deutschen. Die Sachsen dürfen jetzt bei null Indizienz, oder wie das heißt, weiterhin Masken tragen. Man will die Sachsen ein bisschen aufpäppeln, dass sie endlich mal eine Revolution machen. Ich glaube nicht, dass das passiert, weil die Gegenkräfte schon lange am Arbeiten sind. Eigenartigerweise ist Pegida wieder da, seit 2-3 Wochen. Also es wird alles abgestimmt. Und Pegida ist etwas, was die Deutschen eigentlich gar nicht interessieren dürfte. Was stört uns der Islam, der hier ist? Der hat überhaupt keinen Einfluss auf die Politik. Denn die Geschichte der Übernahme Europas durch Kalifat ist lange vom Tisch. Wenn so etwas offiziell verkündet wird von Putin und von den französischen
Generälen, dann ist das nicht mehr durchführbar. Es kann natürlich sein, wenn die Deutschen nicht zu ihrer Sicherheit intervenieren, dass tatsächlich in Deutschland Änderungen im Staatengefüge stattfinden, was ich nicht hoffe. Denn es wäre tragisch nicht nur für uns, sondern auch für Russland und die USA. Wenn man ins Rheinland geht oder in bestimmte Ballungszentren, dann ist die Mehrheit, falls man Demokratie machen will, tatsächlich in muslimischer Hand. Und dann wird es problematisch, weil es dann innerhalb Deutschlands keine Einigung geben würde, ein Volk zu sein. Also ich glaube nicht, dass die Sachsen bereit sind, sich dem Islam unterzuordnen. Und einige andere werden das auch nicht machen, also zumindest die DDR. Das ist ein Problem, was ich wirklich zu bedenken gebe, dass wir alle das im Griff behalten. Es wäre dumm für uns, wenn das Deutsche Reich an solchen Problemen zerbricht. Aber wenn man in den westlichen Ländern unterwegs ist, dann ist die Mehrheit tatsächlich für eine Toleranz des Islam. Der gesagt hat, er möchte gern, nein, nicht gern, er wird sicher Deutschland übernehmen. Da gibt es verschiedene Aussagen von deutschen Politikern des Islam. Das halte ich für sehr problematisch. Und dann haben sie auch noch die Eigenart, ganz besonders, obwohl sie gar nicht gefragt sind, darüber zu reden, dass man die Genderleute tolerieren muss. Also ich glaube, mehr Toleranz als die gesamte deutsche Bevölkerung gegenüber den Schwulen, Lesben, tralala, hat, gibt es gar nicht, denn die regieren uns. Und das halte ich für die Spitze der Toleranz. Ich weiß nicht, was man noch machen soll. Ja. Das war mal zu dem Hallstein und zur BRD. Ich versuche mal noch ein paar Bilder herauszufinden, über die man reden könnte. Ich bin nicht so gewieft wie andere, ja. Das ist schwierig für mich, wenn das nicht vorbereitet ist, so einen Vortrag zu halten. So, das möchte ich in Erinnerung rufen. Nicht vergessen, ja. Es ist bald Wahl. Und die SPD möchte gern den Kanzler stellen. Wenn wir beim Krieg waren, gibt es Aussagen von Dellmer. Ich lese es nicht vor. Es geht darum, um Gräuelpropaganda. Das wurde vor dem Kriegsende in Blädenpark vorbereitet und wurde dann nach dem Wiederaufbau, also so Ende der 50er, Mitte der 60er Jahre, begonnen, ins deutsche Volk zu bringen, dieses Schuldkult. Allerdings nur in das Westdeutsche. Ich glaube nicht, dass in der DDR irgendjemand schuldig war, weil wir ja die Guten waren. Ja. Das ist ganz wichtig. Und diese Geschichte Blädenpark wird vielleicht jetzt langsam geöffnet oder revidiert. Denn Putin fängt an, bessere Worte für Deutschland, für die Deutschen zu bringen. Es rennt bei uns der Teil rum. Das ist nur einer der Professoren. Es gibt in Amerika mehr, die genau an diesem Thema arbeiten. Dass wir also die Guten sind, gute Menschen und so weiter und so fort, sind wir natürlich nicht. Die Welt ist nicht so einfach gestrickt, dass man sagen kann, das ist gut und das ist böse. Es gibt immer in jedem System gut und böse. Das haben wir in jedem Land der Welt, auch bei uns. Es gibt vielleicht gute Politiker, obwohl das natürlich sehr schwierig ist, durch das Netz
von Trilateraler Kommission, Atlantikbrücke, Bilderberg, Kanzel durchzukommen. Dass ein Patriot in Deutschland eine hohe politische Funktion kriegt, halte ich für technisch unmöglich. Aber es kann theoretisch erfolgen. In Deutschland wird dermaßen derzeit von Seiten Seehofer hochgeputscht und von Seiten der linksextremen Verfassungsschützer angegriffen. Diese beiden Angriffe, sowohl der Schutz durch Seehofer als auch der Angriff, sind für Maaßen positiv, weil negative Reklame genauso wirkt wie positive. Die Deutschen haben genug von dem Spaß mit diesen Kokolores. Und jeder, der sich da gegen die Regierung der Politik, der Regierung, gegen die Politik der Regierung ausspricht, der ist positiv zu sehen. Wie es weitergeht jetzt, wird eine Überraschung sein, denn ich halte es nicht für möglich, dass eine Bundestagswahl stattfinden kann. Denn wir können niemanden wählen, nicht einen einzigen, der nicht systemkonform ist. Sie werden also das alte System mit Händen und Füßen festhalten. Wie man da eine Reform macht, eine Reform ist überflüssig, ist völlig unmöglich. Wie man da eine Änderung des Staates vornehmen kann, ist mir schleierhaft. Es muss also auf jeden Fall von außen eingegriffen werden, denn wir haben nicht einen einzigen der Politiker hergestellt. In anderen Ländern ist das besser gelagert. Österreich kann sich selber retten. Und Italien haben wir gestern gesehen. Dort kommt mal so ein Politiker an die Macht. Und wir werden erleben, dass Salvini Italien führen wird in die Zukunft. In Österreich wird wahrscheinlich Kickl das Land führen, falls die Österreicher mal in die Souveränität kommen wollen. Das ist aber nicht so bösartig wie in Deutschland. Wir sind tatsächlich infiltriert von 100% fremdgesteuerten Menschen in der Politik, in der Administration, im Militär, in der Polizei, die Führungsposition. Wie die einzelnen Menschen denken, weiß man nicht. Wir haben also in Deutschland die Schwierigkeit, über die Zukunft nachzudenken und zu warten, dass uns jemand hilft. Was der Töll sagt, dass wir uns selber helfen können, wie sollen wir das machen? Das ist nicht möglich. Es müsste bedeuten, dass wir ein, zwei Jahre vorher die Medien freigeschaltet bekommen. Und das alles kann nicht passieren aus sich selbst heraus. Das kann nur passieren, wenn jemand einfach abschaltet. Wenn ein US-Marine vor der Tür steht und die Leute sortiert, die dort tätig sind, dann können wir vielleicht in die Medien. Ob wir eigene Medien kriegen, also Medien betrachte ich in dem Sinne politisch wirksam, nur Fernsehen. Die Menschen wollen Fernsehen gucken. Und sie glauben den Scheiß, der da gebracht wird. Und sie glauben auch jeden anderen Scheiß, der gebracht wird. Das kann man in ein, zwei Tagen umdrehen. Und alles, was wir verquert denken, ist in 3 Monaten vergessen, wenn das nicht dauernd wiederholt wird. Wir kriegen ja täglich die Erneuerung der Gedanken infiltriert. Das wird enden, denn wir erleben ja jetzt schon komische Sachen im Fernsehen. Treten Leute zurück, es kommen andere Themen, noch nicht bei den Staatssendern vom Propagandaministerium. Das wird aber noch kommen. Zumindest ist ja schon mal der Klebrige weg. Und das sind wichtige Zeichen, wenn sowas passiert.
Ich glaube, die Deutschen haben begriffen, einige der Klügsten von denen, dass sich was ändert. Denn das, was in Amerika vor sich geht, ist katastrophal. Man darf das gar nicht ernsthaft betrachten. Die ganze Veranstaltung wird genauso wie bei uns in Deutschland vorgeführt, als Dummköpfe, Trottel und Verräter. Das ist aber gar nicht das Schlimme. In der Realität stimmt die Nachricht, dass die Ministerien geschlossen sind, dass der ganze Staat nicht mehr vorhanden ist. Und das bedeutet, dass es tatsächlich im Endzustand ist. Und wenn es in Amerika kippt, dann fällt natürlich hier die gesamte Administration, die jetzt alle noch Hurra schreien. Es wird dann wie in der DDR, klick, 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 weg sind sie. Dass sie wiederkommen, ist sicher. Wenn wir nicht ein völlig anderes Staatssystem kriegen. Deutschland ist so reich und schafft so viel Geld, so viel Leistungsäquivalent, dass wir damit jahrzehntelang Politik gestalten können im Ausland. Und das hat man ja gesehen im letzten Jahr, was wir alles finanzieren, wem wir alles Geld geben, wer am Leben bleibt durch Deutschland. Die WHO wäre verhungert ohne die Zuschüsse aus der BRD. Die afrikanischen Länder würden nicht mitmachen ohne die Zuschüsse aus der BRD. Und die Europäischen würden jeder machen, was er will, wenn es kein Geld mehr gibt. Aber es fängt auch dort schon an. Die Polen machen nicht mehr mit. Für die ist die EU lediglich ein Verein, der Geld spenden darf. Und das ist ein gutes Zeichen. Denn die EU wird die Lust verlieren, Geld hinzugeben. Also das regelt sich alles von ganz alleine. Der Orban macht erstaunlicherweise den Kram der WHO noch mit. Er wendet sich aber schon gegen die Toleranz. Er kopiert die russischen Gesetze zu dieser LS-Dingsbums-Szene. Da geht es nicht gegen die Menschen, denen das halt gefällt, sondern es geht dagegen, dass von Erwachsenen keine Propaganda über Kinder ausgeschüttet wird. Denn man versucht natürlich, die Kinder zu wenden. Das müsste eigentlich mittlerweile jedem Deutschen bekannt sein, auch jeden Österreicher, dass es Parteien gibt, bei uns die Grünen zum Beispiel, die gern Pädophilie offiziell gestatten würden. Es versucht ja immer jeder, das Alter weiter runterzuschieben. Und es wird auch keiner bestraft von den Politikern. Einer mehr in seinen einen Grünen, der dann nur ein bisschen Strafe bezahlen musste. Wer war das? Und die Medien ist das Gleiche. Nicht nur die Politik ist in dem Zustand, auch die Medien. Sie möchten gern die in Amerika damals gewünschten Zukunftsvisionen hier bei uns noch durchsetzen, obwohl ringsherum alles fällt. Das kann man nicht verhindern. Die Deutschen sind halt so. Die wollen immer weiterlaufen, in die Richtung, die der Chef befohlen hat. Aber wenn der Chef weggeht, wie jetzt, wenn die zukünftigen Chefs so zum Kasper gemacht werden, wie die Politiker von SPD, Grüne und natürlich auch CDU, dann erwartet die äußere Welt, zu denen zähle ich den Teil, die erwarten dann, dass wir das begreifen. Wir begreifen gar nichts in Deutschland. Solange das Fernsehen sagt, dass alles in Ordnung ist, ist es in Ordnung. Es hat ja keiner Hunger.
Und ob die Preise steigen, das interessiert 90% der Bevölkerung nicht. Die meisten kriegen das gar nicht mit, dass die Tomaten doppelt so teuer sind wie vor 6 Monaten. Damit kann man die Deutschen überhaupt nicht erwecken. Man kann sie ja charakterisieren im Zweiten Weltkrieg. Bis eine Woche vor dem Sieg der Roten Armee wurde alles in Ordnung. Naja, die sind halt ein bisschen gekommen näher, aber wir werden das schon schaffen. Wie bei Merkelchen. Das ist irgendwie in uns drin. Nein, ja, in uns nicht, ja. In allgemein gesprochen den Deutschen. Und trotzdem beginnt in unserem Land ein Aufwachprozess. Aber die unterschiedlichen Gruppen wissen nicht, wo sie hinwollen. Wenn man das Querdenken nimmt, eine völlig konfuse Bewegung. Die wollen irgendwas mit dem Corona. Der Corona ist aber nur Spiel innerhalb des Weges in die Zukunft. Und das begreifen sie nicht. Sie wollen weder eine Reform der Politik noch eine Änderung des Parteiensystems, dem wir alles zu verdanken haben. Diese Einheitspartei, die 6 Abteilungen im Bundestag hat, glaubt auch noch fast jeder Deutsche, dass das unterschiedliche Parteien sind. Natürlich sind die Mitglieder im Denken vielleicht ein bisschen unterschiedlich. Die Spitze ist ausgewählt und hat ein Ziel, Great Reset. Und wenn da die FDP sagt, wir wollen was für die Leute tun, dann, die wollen auch nur Great Reset, sonst wäre nicht das alte Kaderbudget immer noch da. Die ändern nämlich nicht die Spitzen, weil niemand mehr da ist, der neue Kader aussuchen kann. Es gibt kein funktionsfähigen Bilderberg mehr. Es gibt kein CFR mehr. Es gibt keine Jesuitenregierung mehr im Vatikan. Es gibt keine Kontrolle der Welt und Anordnung von Befehlen. Es gibt die Atlantikbrücken und alles, was ich erklärt habe, funktioniert nicht mehr. Die einzelnen Mitglieder sind natürlich noch da, aber das System ist tot. Und das ist ein Zeichen, dass die Welt sich wandelt, egal was irgendjemand will. Und wir Deutschen haben die Möglichkeit, wirtschaftlich begeistert unterzugehen oder uns was Neues auszudenken. Und das ist eben das Schlimme, weil die Bildung 100% im Griff der Jesuiten ist. Was die Kinder in der Schule lernen, da sträuben sich die Haare. Sie lernen überhaupt nichts, was mit dem Leben zu tun hat. Sie lernen nur Parolen auswendig wiederholen, was man auf eine bestimmte Situation für Worte sprechen muss. Und sie können nicht mehr denken. Ich rede jetzt wieder von der Allgemeinheit. Ich muss da immer neuerdings was dazu sagen. Ja. Es gibt natürlich auch Ausnahmen. Das liegt dann daran, Familie, oder ob sie tatsächlich noch denken können. Ich glaube, es beginnt in der BRD West jetzt das System der DDR nachgeahmt zu werden. Die Kinder können schon A sprechen und B meinen. Das war eine Kunst in der DDR, die man einfach erfüllen musste. Man kam überhaupt nicht an Bildung oder an Beruf oder an Zukunft, wenn man nicht dieses Geschwätz der Regierung in irgendeiner schriftlichen Arbeit oder so wiederholte. Mündlich wurde das nicht so ernst genommen. Aber es ist halt so, dass das bipolare Denken beginnt. Und das ist gut, denn dann stellt die eine Gehirnhälfte fest, oh, was ist unlogisch an dem ganzen Mist. Und dann blockiert sie diejenigen, die Falschinformationen geben. Sowas läuft von alleine, aber
Es dauert viel zu lange, ehe man damit etwas erreichen kann im Land. Wir haben nicht mehr die Zeit, die Putin hatte, um Russland zu retten. Er brauchte dazu 20 Jahre und er hat immer noch fast die gesamte Administration des Landes gegen sich. Sie sind alle vom CIA altgelenkt. Ob der CIA heute immer noch böse ist, kann ich nicht sagen. Man hört Gerüchte, dass in der Schweiz am CIA gearbeitet wird. Denn was die meisten Menschen wieder denken, der CIA wäre von Washington regiert, ist es nicht. CIA ist eine Einrichtung des Vatikan und sitzt in der Schweiz. Auch die Schweizer werden begreifen, dass sie aus diesem System raus müssen. Das Vorteilhafte für uns andere Deutsche ist, dass die Schweiz ihren Vorzugsstatus verlieren wird, weil der Vatikan eben nicht mehr in diese universelle Macht ist. Er hat keinen Zugriff auf die Staaten. Jeder Staat kann heute schon souverän werden. Er muss es nur wollen. Wenn also ein deutscher Bundeskanzler das Land für souverän erklärt, ist das so. Es gibt nicht mehr wie früher die Möglichkeit, dann Bürgerkriege durchzuführen. Vielleicht ein bisschen Black Lives Matter oder Antifa, aber das schläft alles ein innerhalb eines Monats, wenn sie kein Geld mehr kriegen. Es ist also tatsächlich möglich, was zu ändern, aber es wird nicht geschehen, dass ein Patriot wie Trump in den USA, in Deutschland Chef wird. Es würde sogar der Bundespräsident reichen, weil der theoretisch und auch wenn er will, praktisch die Möglichkeit hat, die Politik zu bestimmen und dem Parlament Weisungen zu erteilen und dem Volk mitzuteilen, was alles falsch ist an dem, was im Bundestag Kindergarten veranstaltet wird. Dass alle die Leute, die in der Politik sind, also zum Beispiel die 709 Mann im Bundestag, die BRD nicht freiwillig aufgeben, ist klar. Denen geht es so gut wie im Schlaraffenland. Keine Arbeit, Haufen Geld, Freunde beschäftigen, Büros irgendwo haben. Das ist ein Luxusleben sondergleichen. Laufende Einladung von irgendeinem Konzern oder von einer Organisation. Die sind rund um die Uhr beschäftigt, haben viele, viele Freunde, Essen und Veranstaltungen, kriegen einen Haufen Geld. Warum sollen die mit ihrer Partei eine andere Politik machen? Das wäre ja ein Griff ins eigene Portemonnaie. Wie sollen wir Deutschen also weitermachen? Wir müssen es schaffen, dass das Reich nicht mehr als böse angesehen wird. Das ist eine wesentlich schwierige Aufgabe. Denn alle Dokumente, alle Bücher, die es gibt, sind alle so geschrieben, dass die Menschen damals Hunger litten, Armut grassierte. Niemand mit seinem Einkommen auskommen konnte. Und das alles ist so ein Schwindel. Man hat dort die Verhältnisse der Weimarer Republik nach der Weltwirtschaftskrise genommen und sie in die Gründerzeit zurückverlegt. Und eigentlich kann das jeder wissen. Wenn er noch in seiner Stadt alte Gebäude hat aus der Gründerzeit, es gibt viele, viele Städte, die nicht total zerbombt sind, dann sieht er, dass dort Luxus
Gaststätten in Hülle und Fülle stehen. Und das alles wurde finanziert. Und niemand hat so eine Kneipe gebaut, um kein Geld zu verdienen. Das war also eine Zeit, wo die Menschen Geld haben mussten. Denn sonst kann sich keiner sowas leisten. Tanzvergnügen jeden Sonnabend, jeden Sonntag in die Kneipen gehen und in Luxuskneipen. Das war alles wunderschön ausgestattet und das gibt es zu Teilen noch. In Dresden natürlich nicht. Ich glaube in Hamburg auch nicht mehr. Das wurde ja kurz und klein gebombt. Und von Leuten, die immer noch als positive Gestalten in der Geschichte gelten, wie ein Churchill, der nicht die Industrie in Sachsen vernichten wollte, sondern 600.000 Menschen braten. Und heute schaffen es die BRD-Spezialisten aus dem Import Westdeutschland, das runterzurechnen auf 25.000. Das ist sondersgleichen. Man hat das Dokument, was Churchill will. Man hat die Dokumente der Bürgermeister von Dresden nach dem Kriege. Und es waren 600.000 Menschen. Und es war nicht Churchill derjenige, der das wollte, sondern das ist die Rache des Vatikan für die Unbotmäßigkeit der Sachsen. Und den gleichen Sachverhalt haben wir in Nagasaki. Auch dort sind, soviel ich weiß, ein paar Dutzend Jesuiten hingerichtet worden vom Kaiser wegen Hochverrat. Und das vergisst man nicht, obwohl das 300 Jahre früher war. Und da wurde eben nicht eine andere Stadt ausgesucht, sondern Nagasaki. Alles das, was in der Realität passiert, hat immer einen geschichtlichen oder technisch-organisatorischen Hintergrund oder eine Konstellation der Sterne. Das alles ist so schwierig zu begreifen für die Menschen, dass sie natürlich vertrauensvolle Leute suchen müssen, die sie vertreten. Wenn wir heute hören, dass Trump nicht wiederkommt als Präsident der USA, dann würde ich den einladen, in Deutschland die Macht zu übernehmen. Denn dann wüssten wir, dass wir wieder in gesunde Verhältnisse kommen. So. Ich habe eigentlich jetzt nichts weiter. Da könnt ihr mal, wenn ihr wollt, ein paar Fragen stellen. Es ist schwierig, wir haben alles gehört. Alle Referenten haben alles gesagt. Ich habe schon hunderte von Beiträgen im Internet. Ihr wisst meine Meinung. Ich möchte zum Beginn die Verfassung 1871, weil wir damit rechtlich sicher unser Land regieren können. Wir können dann, wenn die Mehrheit der Bevölkerung das will, sogar Kommunisten werden. Mir ist das egal, ich bin alt genug. Ja. Ich habe die DDR überlebt, auch das Nächste, weil die Schwierigkeit von den meisten nicht gesehen wird, die jetzt diese Vision von einer Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, tralala, haben. Sie wissen nämlich, dass genau die Verblödeten zuerst über die Klippe springen. Die, die mitdenken können, die perspektivisch denken können, überleben jedes System, weil sie gebracht werden vom System. Und wir werden mal warten, was nächste Woche passiert. Und es ist interessant, was hier stattfindet. Wir als Insel und die Welt ändert sich im Riesenschritt.
Das ist so wie 45. Alles war befreit und die Deutschen haben noch den, wie ist das, die Kinder, die dann an die Front geschickt wurden. Volkssturm, ja. Da gibt es eine Anekdote von meinem Opa. Der war ja im KZ Buchenwald und die wurden entlassen vor dem Ende. Na, entlassen kann man nicht mehr sagen. Die SS war weg. Die sind einfach weggegangen. Und er latschte dann nach Hause, nach Schlesien. Und da kam der Volkssturm. Hier, Kinder von 13 Jahren und Rentner, 60, 70 Jahre. Und der hat dann mit seinen paar Kommunisten denen die Waffen abgenommen und hat sie nach Hause gejagt. Die wollten tatsächlich gegen die russische Armee kämpfen. Ne? Unvorstellbar blöd. Aber mein Opa war auch unvorstellbar. Na, blöd nicht, aber naiv. Er hat gedacht, mit diesem Kommunismus kann man die Welt retten. Das ist ein völlig falscher Gedanke. Denn diese Gesellschaftsordnung, guten Tag, mein Kleiner, die führt immer zur Verarmung der gesamten Bevölkerung, weil sich niemand für irgendwas verantwortlich fühlt. Wir haben das in der DDR gesehen. Unglaublich. Das Eigentum wird von den Grünen jetzt so in die Richtung dirigiert, wie es in der DDR war. Und das Ende ist, dann immer die Häuser verfallen und die Leute können sie nicht mehr reparieren. Das alles ist so einfach. Wenn keine Verantwortung für Eigentum da ist und wenn kein Eigentum da ist, verfällt die Welt. Das müsste eigentlich auch ein Schwab wissen. Aber ich glaube, der denkt nicht, der ist eingestellt, programmiert. So viel Blödsinn, was die vertreten, geht nicht in ein vernünftiges Gehirn. Gut, Fragen gibt es nicht. Ich kann euch noch eine Rohrleitung planen oder so. Ihr könnt sicher sein, dass es keine Dokumente gibt außerhalb des Vatikan. Es wurden in den letzten paar hundert Jahren alle Bibliotheken vernichtet. Ja, Pugatschow hat ja das letzte Repugium, der Grand Tartaria, total abgebrannt, vernichtet. Nach dem, was man vermuten kann, man weiß ja nicht, was passiert, ist der Vatikan tatsächlich untersucht und übernommen worden. Denn wie kommen sonst zivile Staatsanwälte in den Vatikan? Ja? Ich halte es für eigentlich sicher, wenn es vernünftig abläuft, dort alle Dokumente rauszuholen. Denn dort würde unsere Zukunft drinstehen. Und sowas ist immer gut, wenn man die Zukunft kennt. Die Zukunft ist nämlich die Vergangenheit. Es gibt Hintergrundgruppen, die sich schon zusammensetzen. Allerdings nicht zu eurem Nutzen. Es gibt also Gruppen, die aus alten Adel, Kirche und Bank bestehen. Die möchten eine Art, wie es ist, ein bisschen anders. Ansonsten gibt es die Beharrungskräfte, die haben wir jetzt im Wahlkampf. Und die Übernahmekräfte sind nicht organisiert.
Wenn ich allerdings davon ausgehe, dass die USA uns braucht und dass die Russen uns brauchen, bei denen ist es ja nicht sicher, dass sie untergehen, wenn Deutschland zusammenbricht, dann muss jemand vorbereitet haben. Und Falco hat ja Vorträge gehalten, die ich mich nicht traue zu halten. Ich weiß das alles. Aber das kann man nicht in die Öffentlichkeit bringen, weil du keine Quellen hast, ja? Oder nur eine Quelle. Deshalb ist es besser, dass ihr noch andere hört und nicht nur mich. Es kann nicht sein, dass die uns untergehen lassen. Und sie müssen wissen, dass wir untergehen mit diesen Leuten, die du jetzt wählen kannst. Das Problem ist, nicht, dass man die nicht ändern könnte, das ist sowas halte ich für möglich, wenn sie nicht kriminell waren. Aber sie sind alle so saudumm, dass sie einen Staat nicht führen können. Sie verstehen nichts, weder von Gesellschaft, noch von Psychologie, noch von Wirtschaft, noch von Sport, Schule. Die würden dann alles so machen, wie es immer war. Und damit kommen wir nicht aus dem Gefängnis raus. Ja, das ist ja abhängig von dem, was jetzt im Herbst passiert. Ich würde mich bei Aussagen dazu erst wohlfühlen, wenn ich sehe, dass die USA gekippt sind. Nicht gekippt, in dem Zustand sind, wo sie hingehören. Die Wahlfälschung läuft, Trump fängt Rallyes an. Also, es ist dort schön. Intern gedacht, gekippt. Was sie offiziell bekannt geben, werden wir sehen. Wenn Amerika kippt, fangen bei uns die maßgebenden Leute an, nachzudenken. Sie haben ja nur hier 4 Jahre lang gehetzt gegen Trump, jetzt den Biden gelobt, gegen Russland gehetzt, jetzt sich zurückgehalten, weil die Richtung sich geändert hat. Also die Leute werden sich nicht mehr zurechtfinden. Es kommt eigentlich nur, wie bei jeder Wenderevolution, auf eine Hansel, paar Hanseln Leute an. Ich denke, mit 10 Mann kannst du den Staat 100% wenden. Aber du brauchst eine Sicherheit durch das Militär. Die brauchst du unabhängig von der Wende, weil die Antifa rebellieren wird 14 Tage lang. Black Lives Matter haben wir nicht. Aber es wird auch ein paar andere Unzufriedene geben. Das ist aber in Deutschland nicht tragisch. Es gibt keine organisierten Gruppen, die mit machtvollem Gezerre in das Volk gehen. Das halte ich für unmöglich. Aber Revolution, 10 Mann, Medien, fertig. Dann kannst du erstmal schulen. Du musst den Leuten erstmal beibringen, was Recht ist, was gültiges Recht ist, was man mit dem Recht machen kann. Und alles das wissen die ja nicht mehr. Sie denken, die Regierung kann machen, was sie will. Das haben sie jetzt gesehen. Ne? Die denken, sie sind Menschen. Sind sie nicht. Sie sind Vieh, das behandelt wird, nummeriert wird, gespritzt wird. Ich weiß nicht, ob die das begreifen, dass sie nur Vieh sind. Aber es kommt nicht auf die Masse an. Es kommt auf Handeln an. 10 Mann in der Regierung und die paar 800.000, die aufgewacht sind, alles ist erledigt. Das ist eine Katastrophe. Du musst dafür sorgen, dass sie wieder gehen. Das halte ich aber auch nicht für schwierig. Du musst sie da vom Geld trennen,
Aber es muss natürlich Polizei da sein. Ne? Nicht groß, im großen Umfang. Halte sie knapp und sag, gib ihnen Geld. Es kostet uns heute so einen Mann im Jahr 20.000 bis 40.000 Euro. Jedes Jahr. Und gib dem 20.000 Euro, schick ihn nach Hause. Der geht von allein nach Hause, der kann sich ein Haus bauen und kommt als Sieger in seinem Heimatland an. Und das ist so einfach. Es gibt da keine großen Reibereien. Habe ich nicht verstanden. Ja, Israel habe ich schon mal bei über Rom erklärt. Israel hat es nie gegeben. Die Bibelgeschichte musste Erde drehen, 180 Grad. Dann weißt du, dass Israel da unten keine Rolle spielt. Das wurde alles hergestellt. Wenn du Professor Sand von Israel, Schlomo Sand heißt er, glaube ich, verfolgst, er beweist, dass Israel nie dort unten anwesend waren, Israelis. Das ist etwas, was die Zionisten gern haben mochten, dieses Gebiet, was ihnen gehört. Ich weiß nicht, ob das Israel da unten so interessant ist, dass die alle dort bleiben. Die Leute, die dort wohnen, das Volk, nicht die Führung, gehören nach Frankreich, nach Deutschland, nach Russland, nach Polen. Und das, die Schwierigkeit ist, dass in Polen natürlich die Zustände der Bevölkerung nicht zufriedenstellend sind. Da gibt es immer noch den Hass auf die Juden aus der Zeit, als das Polen gegründet wurde nach dem Ersten Weltkrieg. Da gab es ja wahnsinnige Verfolgungen gegen die Juden und gegen die Deutschen und gegen die Ukrainer. Das alles darf nicht nochmal passieren. Aber ich halte Juden für eine Bereicherung, falls sie arbeiten. Ja, sie waren eine angesehene Bevölkerungsgruppe im Kaiserreich. Und sie haben viel geleistet und viel gespendet. Ja. Es gibt in vielen Städten Stadien, Parks, Veranstaltungshäuser, Dinge, die gespendet haben. Ob sie es freiwillig gemacht haben, weiß ich nicht. Ja. Aber wenn jemand so reich wurde im Kaiserreich, musste er spenden. Sonst wurde er geschnitten von der Führungsschicht. Dazu müssen wir wieder kommen. Das ist nämlich dann keine Korruption. Das ist dann eine Entwicklung von Fortschritt. Der Mensch arbeitet für sich und jemand, der aus seiner Arbeit Geld oder Profit macht, der muss abgeben. Es gibt da in Leipzig ganze Stadtviertel, die gehören alle einem Judenstiftung. Und da musstest du 18 Mark Miete zahlen für richtig Wanne und alles, ja, damals im Kaiserreich. Und die DDR konnte die Mieten nicht erhöhen, weil die Stiftung sie vorgegeben hatte. Die haben also in der DDR für 18 Mark eine Dreizimmerwohnung, Zentralheizung und Bad gehabt. Das ist traumhaft, das hat man jetzt geändert. Ja. Durch die Gesetze mussten Isolation, Modernisierung. Und jetzt sind die Mieten natürlich genauso teuer wie die anderen. Ich höre auf. Gut, naja, ich habe genug gesagt.